Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serienvideos über Elektrotechnik und zwar über Leitungen und Kabeln. Das ist das erste Video dieser Serie. Wir beschäftigen uns in den folgenden Videos über, ja, wie der Name schon sagt, über Leitungen und Kabeln. Wie suchen wir ein Kabel aus? Ja? Und dazu, das erste, was wir machen, ist einmal Begriffsbestimmung. Ja? Was ist ein Kabel? Was ist ein Kabel? Ja? Schauen wir mal. Da habe ich was. Ist das ein Kabel? Ein Stück Draht, ja, mit zwei Enden, Isolierung, ist das schon ein Kabel? Naja, ja, wenn man es unbedingt so nennen will, dann ja. Ein besseres Beispiel für ein Kabel habe ich hier. Das ist ein Kabel. Ja, weil was ist jetzt eigentlich ein Kabel? Ein Kabel ist ein Verbund von einzelnen Leitungen. Hier sehen wir, da ist ein Kabel, ja, und innen drin besteht das Kabel aber aus verschiedensten Leitungen. Ja. Also ein Kabel ist eigentlich ein Verbund, ja, mehrerer Leitungen. Ja. Kabel ist ein Verbund mehrerer Leitungen. Ein Verbund mehrere Leitungen. Diese Leitungen, die haben einen gewissen Namen, die heißen Adern. Also dieses Kabel, was ich da hergezeigt habe, das hat drei Adern. So heißt es. Dreiadriges Kabel. Und verbunden mehrere Leitungen in einer gemeinsamen Hülle. Und diese gemeinsame Hülle heißt Mantel. Also Kabel, mehrere Adern. Es kann auch eine sein. Es kann auch eine sein, aber das tritt sowieso sehr selten auf. Ja. Also dieser Kabel. Ja. Mehrere Adern in einem Mantel. Ja, da haben wir den Mantel. Und in dem Mantel sind halt mehrere Adern drinnen. Wie das da drin ausschaut, hängt ein bisschen davon ab. Mache ich eine rote Ader und eine grüne Ader, die können verschiedene Farben haben natürlich. Ja. Dann machen wir eine blaue Ader, eine, ja, RGB-Adern. Jede einzelne Ader, also das hier ist die Ader, das da ist der Mantel. Und da drin ist das leitfähige Material. Also das ist der Leiter. Das ist normalerweise Kupfer. Selten aus Aluminium oder anderen geeigneten Materialien. Jede Ader ist isoliert. Ja? Adernisolation haben wir da. Schauen wir wieder. Ja, jede einzelne Ader ist isoliert. Ja? Also die können sich gegenseitig nicht berühren. Und der Mantel ist noch eine Gesamtisolation. Ja? Isolierendes Material. Also selbst wenn eine Ader da drinnen aufgescheuert wäre, greifen wir nicht direkt drauf. So schaut also so ein Kabel innen aus. Und wie jetzt diese,
dieser Aufbau ist, mechanisch, ich meine, das, schauen Sie sich das an, das sind ja wirklich dünne Adern. Also das ist schon richtiger, das ist ein Kabel mit einer Ader, das ist ja was anderes. Ne? Das hängt ein bisschen, oder das hängt nicht nur ein bisschen, sondern das hängt davon ab, wozu man diese Adern verwendet. Okay? Oder dieses Kabel verwendet. Man unterscheidet da schon über den Verwendungszweck des Kabels. Also es gibt zum Beispiel Energiekabel. Hauptzweck von Energiekabel ist, Energie zu transportieren. Ja? Hauptzweck. Transport elektrischer Energie. Wie viel Energie da drüber kann man über so ein Kabel? Da geht es ab beim Strom, okay, begrenzend. Ist der maximal zulässige Strom. Okay. Und der ist abhängig davon, ja. Was, wenn der Strom durchrennt, ja. Wie kann er dann leichter durch, ja. Also von Querschnitt. Wie groß ist denn so eine Ader? Ja? Wie viel Strom kann ich denn durchschicken? Strombelag. Ja? Dann wird es warm. Wie temperaturresistent beständig ist denn so eine Isolation? Ja? Also Temperatur. Beständigkeit. Desolierung. Das sind irgendwelche Kunststoffe normalerweise, ja, und die geben schon vorher WO, bevor das Kupfer WO gibt. Ja. Dann welche Anzahl an Leitern habe ich da drin? Was ist meine Umgebungstemperatur? Ja, ist logisch. Wenn es heiß ist, das Kabel muss ja immer heißer sein wie die Umgebung, dass es die Wärme wieder abgeben kann. Dann Verlegeart. Liegt mein Kabel in einem Kabelkanal drinnen und kann die Hitze nicht gut abstrahlen? Oder ist es frei hängend irgendwo und ist eh rundum mit Luft umspült quasi? Verlegeart. Und der Anhäufung an Kabel. Mit gleichem Weg. Ja. Also ist nicht nur ein Kabel, was da irgendwo rüber geht, sondern es ist ein Kabelbündel und das ist vielleicht, und die werden, erhitzen sie alle gemeinsam zum Beispiel. Ja. Und natürlich die Betriebsspannung. Also von diesen Größen an und für sich ist abhängig, wie viel Energie da drüber. Ich meine, wie gesagt, begrenzend ist der Strom und der Strom macht es warm und so weiter und daher folgen diese anderen Sachen. Energiekabel. Ja. So schaut das aus. Gibt es andere Kabel? Nein, nein. Ist das, was ich da zuerst hergesagt habe, ist das Energiekabel? Glauben wir? Ja. Ich meine, es dient schon der Spannungsversorgung. Das ist ein kapazitiver Näherungssensor, der da dran hängt. Es dient schon der Spannungsversorgung dieses kapazitiven Näherungssensors, aber der Hauptzweck dieses Kabels ist ein anderer, nämlich ein Signal zu geben. Das ist die zweite Art von Kabel, Signalkabel. Ja. Hauptzweck, Signalweiterleitung. Signal- oder Informations-
Transport. Da werden dann andere Sachen wichtig, wie zum Beispiel Qualität vor dem die elektrischen Eigenschaften von Isolationsmaterial. Okay. Ja, ist natürlich Widerstandsbelag. Widerstands- und Kapazitätsbelag. Das begrenzt mir üblicherweise meine Taktrate, der Wellenwiderstand, wenn es wirklich hohe Frequenzen noch sind und so weiter. Ja. Also bei Signalkabeln haben wir einfach eine andere Prioritätensetzung. Da spielen so Temperaturen üblicherweise keine Rolle. Das sind keine starken Signale oder Leistungen, die da transportiert werden. Das ist Leitungen und Kabel. Begriffsbestimmung. Das nächste Mal schauen wir uns ein bisschen die Benennung an. Es gibt so ganz kryptische Nummern und Ziffern abfolgen, ja. Und dass die nicht so kryptisch bleiben, werden wir uns beim nächsten Mal anschauen, wie wird denn zum Beispiel so ein Energiekabel bezeichnet. Ja. Bezeichnung von Energiekabeln, gibt es eine genormte Bezeichnung, da gibt es Kennbuchstaben, das schauen wir uns das nächste Mal an. Ja. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen.